Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Dashboard am Gymnasium Steglitz. Wir hatten ja im letzten Schuljahr schon die Nextcloud und den Lernraum und Jitsi Meet. Und die Idee war jetzt, über die Sommerferien etwas zu bauen, was quasi das alles so ein bisschen zusammenführt, sodass es eine zentrale Anlaufstelle gibt. Und das Ergebnis dieser Arbeit möchte ich gerne kurz vorstellen. Und zwar ist das die Seite dashboard.gymnasiumsteglitz.de. Wenn man die aufruft, sieht die so aus und man meldet sich an mit seiner E-Mail-Adresse. Jede Schülerin und jeder Schüler hat bei uns jetzt eine E-Mail-Adresse und wir haben solche Zettel, die wir am Anfang des Schuljahres austeilen, wo die ganzen Zugangsdaten draufstehen. Und ja, jetzt kann sich also Max Mustermann einfach anmelden. Und diese Anmeldung funktioniert ohne Passwort. Ich gebe einfach die E-Mail-Adresse ein, lass mir einen Code zusenden und ja, dann muss ich meine E-Mails nachschauen, gebe den ein und schon bin ich angemeldet. So, was sehe ich jetzt hier? Ich sehe den Stundenplan. Bitte nicht wundern, das ist der Stundenplan aus dem letzten Schuljahr und bitte auch nicht wundern, die Namen sind alle geändert. Also alle Schülerinnen und Schülernamen und alle Lehrerinnen und Lehrernamen sind pseudonymisiert bis auf mein eigener. Hier niemanden irgendwie seiner Persönlichkeitsrechte zu berauben. Jetzt ist es so, man sieht hier den Stundenplan und es ist gleichzeitig auch der Vertretungsplan und zwar für jeden persönlich. Also das ist der Vertretungsplan für Max. Hier zum Beispiel die erste Stunde Latein bei Herrn Weigert entfällt, denn es ist Klassenlehrerstunde bei Herrn Hopf. Und so geht das hier mal weiter. Man sieht den Raum. Und man sieht das Fach und den Lehrer. Man kann hier auf die Stunden draufklicken, dann sieht man das Ganze nochmal in etwas ausführlicher. Kommen wir später nochmal dazu. Und ja, so, das war es erstmal. Man kann hier durchklicken durch das Jahr. Und jetzt ist es so, wenn zum Beispiel eine Stunde bei Jitsi stattfindet, weil wir wieder Corona haben und es muss irgendwie muss alles online passieren, dann sieht man hier schon Jitsi. So, wenn ich da draufklicke, dann gibt es hier einen Knopf, da komme ich direkt in den richtigen Jitsi-Raum und werde auch direkt mit meinem Namen angemeldet, weil das System ja weiß, wer ich bin, da ich angemeldet bin und ich kann also da nicht unter einem falschen Namen reinkommen und es ist wieder mehr ein geschützter Raum, dieser Videochat, was ich ganz wichtig finde. So, gleichzeitig sehe ich auch zum Beispiel, es gibt Hausaufgaben. Hier unten sehen wir zum Beispiel, die Stunde findet per Jitsi statt und gleichzeitig steht hier HA. Es waren also Hausaufgaben auf. Und hier sehen wir es sogar schon in der Übersicht, Buchseite 13, Nummer 4 und 5. Und wenn wir draufklicken, sehen wir das auch nochmal. Alles, was hier unter dieser Linie steht, das ist in den Einzelstunden nicht zu sehen, weil die sind einfach zu klein. Aber trotzdem würde ich schon sehen, wie zum Beispiel hier in Informatik, es gibt Hausaufgaben. Ich weiß zwar hier noch nicht was, hier müsste ich erst draufklicken, aber es ist zumindest das Wichtigste, schon mal auf einen Blick irgendwie zu sehen. So, schauen wir mal in die nächste Woche. Hier gab es Hausaufgaben in der Nextcloud. Hier ist noch so ein NC, steht für Nextcloud. Und ich komme hier also direkt zum Ausgabeordner und direkt zum Einsammelordner. Es muss also keiner mehr irgendwie private Einsammelordner anlegen für jede Schülerin, jeden Schüler, sondern das machen wir schon. Da gibt es ein Skript für, das das macht. Und das Dashboard verknüpft das alles richtig, sodass Max Mustermann auch einfach seine gemachte Arbeit abgeben kann, ohne lange suchen zu müssen. So, dann schauen wir mal weiter, schauen wir mal in die nächste Woche. Hier gibt es noch ein neues Symbol, das ist diese Sprechblase hier. Und die Sprechblase bedeutet, Max hat hier einen Kommentar zu einer Hausaufgabe bekommen. Es gab wieder eine Hausaufgabe, Buchseite 16, Nummer 8. Und hier hat tatsächlich jemand einen kleinen Audiokommentar eingesprochen für ihn. Hallo Max, du hast die Aufgabe eigentlich gut gelöst, aber du hast sie leider nicht vollständig gelöst. Wenn sich ein Term weiter vereinfachen lässt, dann musst du das auch machen. Also bitte immer so weit wie möglich vereinfachen, okay? Danke, ciao! So, genau. Genauso gut hätte es auch sein können, dass ihm jemand einen Textkommentar hinterlassen hat. Aber das ist quasi erstmal die Schülersicht. Also man weiß erstmal, was stattfindet. Man sieht den Vertretungsplan. Man weiß, wie eine Stunde durchgeführt wird. Man weiß, welche Hausaufgaben auf sind. Und man hat auch die Möglichkeit, Feedback zu bekommen von seinem Lehrer. So, jetzt gibt es viele Schülerinnen und Schüler, die sich zu Hause einen Computer teilen müssen. Auch in diesem Fall
funktioniert das Ganze, man kann ja eine zusätzliche Anmeldung vornehmen. Und ich kann mich jetzt zum Beispiel noch als Max Schwester Ellie anmelden. Ellie Mustermann at mailgymnasiumsteglitz.de. Jetzt bin ich als Ellie angemeldet und hier sieht man es so ähnlich. Ellie hat sich ein anderes Farbschema ausgesucht, weil sie auf Türkis steht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch noch, hier ist eine Doppelstunde mit einer großen Pause dazwischen. Das ist so dargestellt. Und sie hat halt ihren eigenen Stundenplan. Und man kann jetzt einfach hier oben hin und her wechseln zwischen Max und Ellie. Also Max hat seinen Stundenplan, Ellie hat ihren Stundenplan und die sind komplett unabhängig voneinander. So, und jetzt gibt es natürlich auch viele Kinder, die zu Hause gar keinen Computer haben. Deswegen geht das Ganze natürlich auch auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. So, das ist erstmal die Schülersicht. Jetzt komme ich zur Lehrersicht. Was kann ich als Lehrer alles tun? Und dafür melde ich mich erstmal an als Lehrer. Dieser Code ist nur für diese eine Anmeldung gültig, also danach nicht mehr. Es ist also kein Problem, wenn ich den zeige. So, jetzt bin ich angemeldet als Lehrer und ich sehe natürlich meinen Stundenplan. Ich habe hier relativ wenig Stunden, nur 2 Doppelstunden Mathematik und 1 Stunde Informatik. Und ich sehe jetzt auch natürlich alles, was hier Max schon sieht in seinem Stundenplan, Jitsi und Hausaufgaben und Nextcloud und so weiter. Ich werde jetzt einmal kurz alles löschen in diesem Stundenplan, damit wir nochmal komplett von vorne anfangen können. So, ich habe aufgeräumt. Jetzt sehe ich aber ganz normal meinen Stundenplan mit den Vertretungen. Manchmal fällt irgendwas aus, manchmal wird irgendwas verschoben oder es gibt Zusatzstunden, dann kommen schon die Herbstferien. Und genau, soweit alles normal. Jetzt ist es so, ich habe hier oben ein paar mehr Menüpunkte. Und zwar sehe ich als erstes meine Klassen. Und zwar die Klassen, die ich unterrichte. Wenn ich jetzt mehrere Klassen unterrichten würde, würden hier dementsprechend mehr Klassen stehen. Ich gehe also auf die Klasse 9b und sehe jetzt erstmal alle Schülerinnen und Schüler. Bitte daran denken, das sind keine echten Namen, sind pseudonymisiert. Und ich sehe erstmal die ganze Klasse, 30 Schülerinnen und Schüler. Ich kann jedem einzeln eine E-Mail schreiben. Ich kann auch den Eltern eine E-Mail schreiben. Die Eltern kriegen bei uns auch eine E-Mail-Adresse. Und ich sehe, wann dieses Kind zuletzt im Dashboard sich einmal angemeldet hat oder mal auf die Seite geschaut hat. Und das ist jetzt relativ grob aufgelöst. Also hier steht heute oder sowas wie gestern könnte da stehen oder vor 3 Tagen. Es geht dann nur darum, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass Kinder komplett abtauchen, dass man zumindest sehen kann, da war jemand wirklich seit 4 Wochen einfach nicht auf dem Dashboard. Vielleicht müssen wir da mal eine E-Mail schreiben. So, ich kann zusätzlich eine E-Mail an die komplette Klasse schreiben. Ich kann auch eine E-Mail an alle Eltern der Klasse schreiben, um zum Beispiel zu einem Elternabend einzuladen. Ich muss also nicht mehr irgendwelche E-Mail-Listen pflegen und die privaten E-Mail-Adressen einsammeln, sondern die Eltern kriegen eine E-Mail-Adresse bei uns und darüber können wir sie erreichen. Genauso sehe ich, welche Lehrer unterrichten eigentlich in dieser Klasse welches Fach. Und ich kann auch diesen Lehrern eine E-Mail schreiben und ich kann auch allen Lehrern zusammen eine E-Mail schreiben. Wieder über diese Verteilerliste. Ich sehe jetzt hier, wer unterrichtet welches Fach mit wie vielen Wochenstunden. Das mit den Wochenstunden war nur so eine Idee, dass man vielleicht irgendwie so ein bisschen sieht, wer sieht die Klasse wie oft in der Woche, weiß ich nicht. Kann man auch wieder rausnehmen, wenn das jemand stört. So, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich habe außerdem hier diesen Menüpunkt Kurse. Da sehe ich meine ganzen Kurse, die ich unterrichte. Das sind im Moment hier nur diese 3. Und hier wird es eigentlich spannend. Hier ist es nämlich so, ich habe eine Übersicht über das ganze Jahr. Hier oben sind die Sommerferien. Dann geht es los mit der ersten Doppelstunde Mathematik am Mittwoch, am 7.8.2019. Dann kommt die zweite Doppelstunde und so weiter. Ich sehe ja auch schon die Vertretung. Hier fiel Deutsch aus bei Brunnen. Und wenn ich jetzt runtergehe, dann sehe ich halt wirklich das ganze Jahr. Hier kommen die Herbstferien, dann kommen irgendwann die Weihnachtsferien und das ist quasi für diesen Kurs die Übersicht. Und das Tolle ist jetzt an dieser Sache, wenn sich der Vertretungsplan irgendwie ändert und da irgendwas dazukommt, wie zum Beispiel es kommt eine Stunde dazu oder es wird eine Stunde weggenommen oder ich bin mal krank eine Woche, dann passt sich das ja automatisch an. Das heißt, ich plane für eine bestimmte Stundennummer, für Stunde Nummer 3 zum Beispiel. Und wo die dann liegt, das kann sich immer noch ändern. Aber das Wichtige ist, es geht also quasi nichts verloren. Wenn ich jetzt irgendwas plane für die 9.8. und stellt sich raus, die Stunde ist dann aber
erst am nächsten Montag, dann geht das nicht verloren. Das Einzige, was sich dann ändert, ist das Datum. So, und was ich jetzt erstmal mache, ist, ich plane erstmal hier so eine Einheit. Also ich kann mehrere Stunden markieren, indem ich einfach draufklicke. Ja, ich kann auch eine Stunde markieren und mit Shift die letzte Stunde markieren, mit Steuerung, Klick, einzelne Stunden rein und rausnehmen, wie man das so kennt. Und ich plane jetzt einfach mal ein Thema, Satz des Pythagoras, damit beginnt es. Und jetzt will ich quasi das Thema für diese ganzen Stunden hier setzen. Und wenn ich das gemacht habe und diese Änderungen noch nicht gespeichert sind, ja, also hier oben sind jetzt diese beiden Buttons, sind aufgeleuchtet, und ich versuche irgendwo anders hinzuklicken, dann wird das nicht klappen, dann ja, muss ich mich erst entscheiden, will ich die Änderung jetzt verwerfen oder will ich sie speichern? So, ich speichere sie mal, dann ist das Thema gesetzt für die ganzen Stunden. Ich muss das nicht ausfüllen, das ist nur für mich. Hier ist so ein kleines Sternchen dran und das zeigt, diese Einträge sind für Schülerinnen und Schüler nicht sichtbar, können jedoch von vertretenen Kolleginnen und Kollegen eingesehen werden. Das ist also nur für mich, um das Jahr zu planen, dass ich irgendwie gucke, dass ich mit meinem Stoff gut durchkomme. Und genauso ist es mit den Notizen. Hier kann ich mir eine kleine Notiz machen, da schreibe ich einfach hin, Klassenarbeit. So, es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man vertritt, dass man sehen kann, okay, wo sind wir denn in der Reihe? Gut, jetzt geben wir mal Hausaufgaben auf. Nee, wir fangen erstmal mit Jitsi an. Wir sagen zum Beispiel, diese Stunde hier, die soll mit Jitsi stattfinden. So, dann mache ich diesen Haken hier rein, muss wieder speichern. Und jetzt sehe ich hier an diesem kleinen Symbol Jitsi, Durchführung, das wird mit Jitsi durchgeführt. Jetzt schaue ich mal in den Stundenplan, ob das geklappt hat. Das war jetzt Freitag, 7. Stunde Mathematik. So, und jetzt steht hier schon Jitsi. Und auch bei Max steht hier Jitsi. So, der kriegt das also unmittelbar mit. Das kann im Zweifelsfall mal ein, zwei Minuten dauern. Aber eigentlich geht das relativ schnell. So, eine zweite Möglichkeit, in diese Stundenübersicht zu kommen. Wir sind ja vorhin über Kurse Mathematik 9b da reingegangen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich direkt auf die Stunde klicke und als Lehrer kann ich auf Bearbeiten drücken und komme direkt zu der Stunde, die ist auch schon markiert. So, und ich kann dann also hier alle Einstellungen vornehmen. Ach so, vielleicht noch eine Sache. Das ist ja eine Doppelstunde. Geplant werden trotzdem einzelne Stunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier was reinschreibe und hier was reinschreibe und es fällt im Stundenplan auf denselben Block, weil das hier eine Doppelstunde ist, dann wird das zusammengefasst. Geplant werden trotzdem immer die einzelnen Stunden. Und es ist also ganz egal, ob ich hier Jitsi anklicke oder in dieser Stunde oder in beiden. Es führt am Ende auf selbe hinaus. Es ist nur dazu da, es kann ja sein, dass eine Doppelstunde zu einer Einzelstunde wird durch den Vertretungsplan. Und so plane ich einfach die einzelnen Stunden und dann schaut man später, wie das tatsächlich in der Praxis durchgeführt wird. So, dann gebe ich mal Hausaufgaben auf. Und zwar am 9.8. Buch Seite 13, Nummer 4 und 5. Gut, das speichere ich wieder. Dann sehe ich hier in der Übersicht Hausaufgaben zu heute. Also ich schreibe nicht, diese Hausaufgaben habt ihr am 9.8. aufbekommen, sondern die habe ich quasi schon am Mittwoch aufgegeben und gesagt, macht sie bitte zu Freitag. Und der Effekt ist der folgende. Ich sehe jetzt hier auch schon wieder das Hausaufgabensymbol. Und auch Max sieht an dem Tag, zu dem die Hausaufgaben fällig sind, dass diese Hausaufgaben hier zu machen sind. Buchseite 13, Nummer 4 und 5. So, ich werde jetzt mal noch ein paar Hausaufgaben eintragen, dass wir mal ein bisschen Material haben, mit dem wir arbeiten können. So, ich habe hier noch zwei Hausaufgaben eingetragen. Und zwar gibt es hier ein Arbeitsblatt in der Nextcloud. Ich habe Nextcloud aktiviert. Sehen wir gleich, was das bringt, wozu das führt. Und hier gab es noch die Buchseite 16, Nummer 8. Jetzt schauen wir mal bei Max rein, wie das bei Max aussieht. Und zwar das Arbeitsblatt in der Nextcloud am 14.8. Da steht ja auch schon Nextcloud, da kommt ja auch direkt, da kriegt ihr diese Buttons mit dem Ordner. Haben wir schon gesehen am Anfang. So, jetzt ist es noch so, ich kann, wenn ich zum Beispiel die Hausaufgabe von Max mir angeschaut habe, kann ich ihm einen Kommentar hinterlassen. Und zwar gibt es dazu diesen Knopf Feedback. Und hier sehe ich also alle Schülerinnen und Schüler der Klasse, die in diesem Kurs sind. Und ich kann jetzt Max auswählen und kann einen Textkommentar hinterlassen und oder einen Audiokommentar. So, ich schreibe mal erstmal einen Textkommentar.
So, auch hier ist es wieder so, wenn ich was geschrieben habe, was ich noch nicht irgendwie gespeichert habe, dann kann ich nicht irgendwo anders hinklicken, sondern ich muss mich erst entscheiden, will ich den Kommentar freigeben oder will ich ihn verwerfen. So, jetzt wird er freigegeben und er taucht hier oben also in dieser Tabelle auf. Und ich kann jetzt hier einfach durchgehen und jedem Schüler, jeder Schülerin irgendeinen kleinen Kommentar schreiben. Und jetzt ist es so, dieser Kommentar, der wird frühestens nach 5 Minuten sichtbar für Max. Und das ist dazu da, dass wenn ich mich entscheide, den Kommentar zurückzuziehen, innerhalb dieser 5 Minuten, dann wird er ihn nie gesehen haben. So. Aber ansonsten, das wird wahrscheinlich nicht passieren, lasse ich ihn einfach und der Kommentar wird freigeschaltet und kommt in ungefähr 5 Minuten bei Max an. Aber auf keinen Fall vorher. So, schauen wir also mal, wie das bei Max aussieht am 14.08. Erstmal kriegt ihr hier oben so einen blauen Kreis mit einer 1. Es gibt eine neue Nachricht für ihn. Und er sieht auch im Stundenplan diese kleine Sprechblase. Und das ist genau die Nachricht, die wir ihm geschrieben haben. Er kann jetzt beides anklicken und sobald er jetzt zum Beispiel da draufklickt, verschwindet die 1 hier oben, weil dann hat er die Nachricht gesehen. Hier steht Rückmeldung, Dr. Specht, Mathematik, alles richtig, aber bitte benutze ein Lineal zum Unterstreichen deiner Ergebnisse. So, genauso gibt es hier nochmal die Nachrichtenübersicht. Da sieht auch nochmal alle Nachrichten, die neuesten oben. Und ja, das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man das im Stundenplan nicht sofort findet. Manchmal weiß man ja gar nicht, ob man vielleicht letzte Woche irgendwie eine Nachricht hatte oder so. Dafür ist es da. So, dann werden wir mal noch eine Audiobotschaft hinterlassen. Das ist ja die Alternative. Ich finde es manchmal ganz praktisch, anstatt irgendwie einen langen Text zu schreiben, einfach einen kurzen Kommentar zu sprechen. Und deswegen werde ich das mal hier zu dieser Hausaufgabe tun. Feedback für Max. So. Das mit dem Aufnehmen, das geht super gut heutzutage. Wir leben im Jahr 2020 und wir können ins Handy sprechen und das ist alles wunderbar. Das funktioniert auf dem Telefon, das funktioniert auf dem Tablet oder am PC, halt mit dem Mikrofon. Ich drücke einfach auf Aufnehmen und los geht's, ich kann 5 Minuten sprechen. Ich muss am Anfang einmal dem Browser erlauben, dass er aufnehmen darf, dass er das Mikrofon benutzen darf und dann funktioniert es auch in der Regel. So, also ich starte mal die Aufnahme. Hallo Max, du hast die Aufgabe eigentlich gut gelöst, aber du hast sie leider nicht vollständig gelöst. Wenn sich ein Term weiter vereinfachen lässt, dann musst du das auch machen. Also bitte immer so weit wie möglich vereinfachen. Danke, ciao. So, jetzt muss ich mich wieder entscheiden, will ich den freigeben oder will ich ihn wegwerfen? Ich kann ihn mir nochmal anhören. Hallo Max, du hast die Aufgabe eigentlich gut gelöst, aber du hast sie leider nicht vollständig gelöst. So, und jetzt werde ich den einfach mal freigeben. Jetzt taucht er hier oben in der Liste auf, da kann ich ihn auch nochmal abspielen. Hallo Max, du hast die Aufgabe eigentlich gut gelöst, aber du hast die... So, und wenn ich jetzt... hier in der Übersicht sehe ich es auch, hier gibt es einen Audiokommentar. Und Max müsste jetzt auch die Meldung bekommen haben, genau, Nachrichten, eine neue Nachricht. Hier ist der Audiokommentar und in seinem Stundenplan taucht er natürlich auch auf. So, hier kann er ihn auch abspielen und genau. So, das war es eigentlich zu der Lehrersicht. Vielleicht nochmal ganz wichtig. Wer jetzt irgendwie denkt, oh Gott, was muss ich da alles machen? Man muss gar nichts machen als Lehrer. Also man kann es auch einfach als Stundenplan, also die Schülerinnen und Schüler können es auch einfach als Stundenplan und Vertretungsplan benutzen, ohne weiteres. Aber wenn irgendwie wieder die Schulen geschlossen werden sollten und man sucht eine Möglichkeit, seine Klasse zu informieren, was sie tun sollen, ob die Stunde im Jitsi stattfindet und so weiter, da kann es vielleicht eine Hilfe sein. Also ich denke mal, ich werde diese Planung hier, diese Unterrichtsplanung nutzen, weil ich sowas einfach sowieso brauche. Aber man muss ja gar nichts machen. Es ist einfach eine Möglichkeit, mit der Klasse in Kontakt zu treten. So, wir arbeiten auch noch daran, dass man Nachrichten nicht nur in Bezug auf eine Stunde, auf eine Hausaufgabe schicken kann, sondern dass man zum Beispiel auch meinetwegen als Schulleitung eine Nachricht an alle schicken kann, jetzt wird die Schule geschlossen, jetzt wird sie wieder geöffnet, oder dass man als Klassenlehrer eine Nachricht an seine Klasse schicken kann. Sowas machen wir alles. Aber darüber hinaus gibt es ja natürlich immer diese Mail-Verteiler, die funktionieren natürlich auch. So, das war's. Ich freue mich über Feedback, über Anregungen und über Kritik. Und ja, dann schöne Ferien noch und bis später.